Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampire The Masquerade Bloodlines. Wir sind hier noch immer im Tempel, diesmal etwas tiefer drinnen. Und immer noch auf der Suche nach Ming Chao, wo sich die auch wohl immer verstecken mag. Wir sind hier irgendwie an einer Stelle mit zwei geistesgeschörten Schützen. Ich war jetzt mal hier... Verdunklung. Gucke mal, ob ich hier an diesen hier irgendwie vorbeikomme. Und mir ein bisschen Blut wiederhole. Scheint anscheinend nicht so gut zu klappen. Gegenstand erhalten, Jadedrachen. Okay. Und das gleiche Spielchen bei dem hier hinten auch nochmal. Natürlich schön unter den Messern wegducken. Ach komm. Machen wir das so. Hauptsache, der ist tot. Nimm den Jade-Elefanten mit. Die Waffe sind wir, glaube ich, voll. Hui. Und einen Quick Save. Okay, weiter geht's. Eine Sackgasse. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie runter. Nur die Frage, was wo drauf kommt. Kann man das irgendwo dran erkennen? Geniale Kranich. Den gleichen Trick machen wir da hinten auch nochmal. Hätten wir auch bei den anderen Vieren da hinten machen können, denke ich. Wieso geht da die Falle nicht los? Hallo? Wieso ist bei dem jetzt die Falle nicht losgegangen? Der ist ja mal wieder... Ich saug den aus. Dankeschön. So... Ich weiß, der Timer. Brauchen wir aber nicht mehr. Was müssen wir jetzt hier machen? Geben. Geben.
War das falsch? Ich glaube, ich hätte... Ich weiß, wo mein Fehler war, denke ich. Ja. Da kam das Kätzchen, da der Kranich. Okay. Kätzchen. Gar nicht. Das ist der Elefant. Das. Gewonnene Erfahrung 6, Auftragsbuch aktualisiert. Sie haben Ming Chaos Allerheiligstes erreicht. Sie haben so eine Ahnung, dass sie nicht erfreuen seid, wird sie zu sehen. Okay, 6 Erfahrungspunkte, kann ich mir aber nichts von kaufen, so wirklich. Außer Heimlichkeit, ne, 9 Punkte. Manipulation bringt mir auch nichts mehr. Das bringt mir auch alles nichts mehr. Wahrnehmung könnte ich mir kaufen. Mit einer Waffe zu zielen. Quicksave auf jeden Fall. Das ist aber ein cooler Effekt, muss ich sagen, mit dem Portal hier Dingens. Bücher des Wissens können gefunden und gekauft werden. Ja, kennen wir alle schon. Ah, hi, Ming. You've become a grave disappointment, Kindred. This was not meant to be your destination, but your path will end here. Über meinen Sinn und Zweck haben sie nicht zu entscheiden. You were never more than a pawn, Kindred. Puppet of those who drew the boundaries on your horizon. It was I who sensed in you the power to right the balance of this city. It will give me no joy to bring you final death. Meine Tränen werden sich in ihre rauchende Asche mischen. You will have time to ponder this folly, as you are devoured by worms and disease in the hell of burrowing maggots. A thousand years shall you suffer. Oh, Maden. What? Mach ich da überhaupt Schaden dran? Hallo? Oh, das lohnt sich ja mal so gar nicht. Friss das, Schurke! Okay. War das jetzt wegen der Granate oder wie war es jetzt? Oder weil ich mir das Viech getroffen hat? Probieren wir es einfach nochmal. You've become a grave disappointment, Kindred. This was not meant to be your destination, but your path will end. Ja, der Sinn meiner Straße ist Ihnen unbekannt, Herrin. You were never more than a pawn, Kindred. Puppet of those who drew the boundaries on your horizon. It was... You were... Ja, oh Mann. Okay, die Granate tötet mich anscheinend irgendwie. Ist also ein nicht gedacht, das Viech mit Granaten zu töten. Okay. Nehmen wir uns mal die Straße.
Mit Granaten töten nicht gut. Ja. Was zur Hölle ist das? Aua. Blutheilung. Aua. Wow. Aua. Irgendwie bringt das alles so nicht wirklich viel. Na, die Uzi. Irgendwie habe ich hier was abgeschossen. Oder... wie man es nimmt. Was zur... wieso sind da auf einmal zwei? Vorbei. Okay, das Vieh ist auf jeden Fall. Hälfte haben wir. Letzte Magazin. Okay. Hör doch mal auf. Fast geschafft. Mhm.
Ihhh. Der hat den... Ihhh. Oh, Auftragsbuch aktualisiert. Sie haben Ming Chao erledigt und den Schlüssel geholt. Zeit, dass der Prinz fällt. Wieso konnte ich hier aber keine Granaten benutzen? Gegenstand erhalten. Sarkophagschlüssel. Und? Durchs Portal. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Ich bin gespannt. Where to? Where to? Ich muss an meinem Arsenal arbeiten. Eins, nicht F1. Ich möchte einen Trip machen. Okay, nochmal einen Trip. Hey, Pawn Shop. What's up? Alright, here's what we got today. Haben wir Max Moon? Welche kaufe ich da? Ah, die brauchen wir nicht. Uzi, Uzi, Imi Uzi. Kann ich irgendwas verkaufen? Dietrich brauchen wir bestimmt noch. Nicht wirklich. Where to? Where to? Es ist nirgends so schön wie daheim. Ich guck noch mal in meine Kiste. Aber ich denke mal, auch beim Prinzen werden wir wieder irgendwie genug Munition finden können, hoffentlich. Kiste. Was kann ich hier? Geldbörse. Kaugummi kann ich nicht verkaufen. Wagenheber. Habe ich Max Moon Geldkassette. Okay, schauen wir noch mal. Auf unsere E-Mails. Null ungelesen. Okay, keine E-Mails. Mach mal den Schrank zu. Ist ja furchtbar. Danke. Hier können wir auch anscheinend nichts weitermachen in unserem Apartment. Von daher... Daher so. Ich beende jetzt hier diese Folge etwas früher. In der nächsten Folge werden wir uns dann auf dem Weg zum Prinzen machen, in der Hoffnung, dass wir da noch jede Menge Munition finden, weil ich nämlich befürchte, wir werden sie brauchen. Blut brauchen wir auch und hoffentlich kriegen wir das da irgendwo. Also ich bin gespannt. Ming Chao haben wir erledigt. Relativ gut noch, würde ich sagen. Aber beim Prinzen wird es bestimmt etwas schwieriger. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Herr Mango. Bye bye.